Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Holmes Chapter 1. So, wir haben das Mysterium mit dem Diamanten aktuell als Mission und Quest. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Fallmappe. Und unsere aktuelle Aufgabe liegt darin, genau, die Tür. Der Schlüssel war eine Rezeption, ich entsinne mich. Deswegen fragen wir mal. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass es ihn gar nicht gibt, sondern nur in seinem Kopf hier? Da, den John, den Teleport-John. Davon bin ich ja seit Folge 1 oder 2 schon voll felsenfest überzeugt. Mit oben kannst du Hinweise schnell anheften, ohne die Fallmappe zu wechseln müssen. Mit rechts und links kannst du deine Hinweise in beide Richtungen durchschalten. Angeheftete Hinweise können für mehr Text aufgeklappt werden. Die Leiche? Lord Craven sagte, er habe einige Zeit an der Bar verbracht, bevor er aufs Zimmer zurückgekehrt sei. Die Holterdiensten tauschten darüber, dass Lady Craven in Wirklichkeit gar nicht die Ehefrau, ja genau, von Lord Craven sei. Mögliche Diebin. Ganz cool irgendwie, muss ich sagen. Kann ich mir alles durchschalten. Die Aussage Medium. Während der Seance ist ein kostbarer Diamant, das hatten wir schon. Wir sind jetzt gerade hierbei, ne? Genau. So, ich überspringe das mal. Wo war das Zimmer? War das hier? Ich glaube, hier war das gewesen. Hier, ne? Genau. So, ist er noch da? Ja, ist noch da. Ich habe noch keine Schlussfolgerung, wer sein könnte. Ja, Teleport John ist bestimmt nicht echt, würde ich für wetten. Wie war das nochmal? Oh Gott, ich habe die Tasten vergessen. Nein, Hilfe. Wie mache ich das denn nochmal? Fallmappe. Geister der Vergangenheit. Genau, den Schlüssel haben wir jetzt. Der Schlüssel für Zimmer 225, in dem das Medium Luca Galici eingesperrt wurde. Es befindet sich direkt neben dem Zimmer der Cravens. Ich muss mal eben ganz schnell gucken. Konzentration mit Q, genau. Ja? So, wie kann ich den Schlüssel denn jetzt nutzen? Wie geht das? Wie nutze ich denn jetzt? Wie nutze ich denn den Schlüssel? So young and so dead. Ja? Another mystery to investigate. Oder muss ich ihm den Schlüssel geben? Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Das weiß ich noch gar nicht. Wie benutze ich denn den Schlüssel und so? Spielgrundlagen, Karte, Hinweise, Archive, Ermittlung, Gedankenspiele, Händler, Dialoge, Fallmappe. Verfügbares Geld. In der Fallmappe siehst du auch Uhrzeit und verfügbares Geld. Ach krass. Haben wir noch gar nicht hier stehen. Schlüssel. So ein Zahnradsymbol. Dann lass doch mal gucken. Was bedeutet ein Zahnradsymbol? Nutzen für Gegenstand finden. Ja, aber es ist ja die Tür. Aber wie benutze ich denn die Tür? Normalerweise gehe ich einfach durch. Kampf. Oh Gott, was da alles noch kommt. Hilfe. Fallmappe, Genkarte, analysieren, Gedankenspiele, interagieren. Achso. Nee, geht nicht. Hä? Garderobe, Umgebung analysieren mit Z.
Oh, was ist denn da? Aha. Fard Rouge, Calomel Mascara, a real altar of beauty for the traveling temptress. Mhm. Nicht tief genug, doppelter Boden. Why would she conceal all of this? This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Das ist doch das Design von dem Medium, ne? Several thousand pounds, that's quite a fortune. Ein Ring? Auchester Sapit? Virtus audacta sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Mm-hmm. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Oh Gott, ich habe die Taste schon wieder vergessen. Geister der Vergangenheit. Dieser einfache Ring mit Mottengravur ist Teil des versteckten Schmucks, den ich gefunden habe. Er besteht aus Kupfer und sieht alt aus. Es passt nicht zum restlichen Schmuck. Versteckter Schmuck. In einem Geheimfach bei Lady Cravens Kosmetikutensilien fand ich viel Bargeld und unter anderem einen Familienring. So, Gedankenspiele, Mottenring, Mottenbrosche, passt zusammen. Luca Galashia besitzt Schmuck mit dem gleichen Mottenmotiv wie Miss Emma. Haben sie eine gemeinsame Vergangenheit? Könnte sein. Analysieren mit Z. Sonst ist hier nichts, ne? Okay. Hier vielleicht noch irgendwas? Das haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? Oder? Ach nee, Brief über Schadenersatz. Lord Craven, ich habe den Schadensersatz immer noch nicht erhalten, mit dem Sie mich für den unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach ihrer Tätigkeit bezahlen wollen. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich nach ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen wurde. Und jetzt, da meine Unschuld bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Ja, der Craven ist jetzt auch nicht so ein Unschuldslamm, ne? Muss man einfach sagen. Schadensersatzforderungen. Als Craven bemerkt den Schluck, lalalala. Schadensersatzforderungen bringt uns, glaube ich, noch nichts. Müssen wir mal gucken. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken. Wie wir die Tür aufkriegen. Wie kriegt denn die Tür auf? So young and so dead. Another mystery to investigate, my friend. So young and so dead. Another mystery Gewöhnliches to Schloss. My friend. Ja, wie benutze ich das denn? Ich weiß nicht, wie kriege ich denn die Tür auf? Sag mal. Das ist Fotomodus? Ich weiß nicht, wie ich die Tür aufkriege. Den Schlüssel. Schlüssel im Zimmer 250, in dem Medium gleich hier eingesperrt wurde. Es befindet sich direkt neben dem Zimmer der Cravens. Ja, es muss ja hier das Zimmer sein, ne? Das ist das ja. Oder ist hier nebenan noch eine... Hier noch ein Zimmer? Nee. Hier ist ja keins. Doch hier. Ah. Ja, nee, ist klar. So, ich untersuche erstmal alles. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Mhm. Or
or weapons and defenses against visitors from the great beyond. Ach so. Einladung schreiben. Lieber Mr. Galici, ich hoffe, dass Sie die Zeit finden werden, uns für eine weitere Seance einen Besuch abzustatten. Seit ich die Gelegenheit hatte, durch Sie mit meinem Gatten zu sprechen, hat sich mein Leben, so habe ich zumindest das Gefühl, völlig verändert. Die Freude darüber, mich schon bald wieder mit Ihnen unterhalten zu können, vermag ich nicht in Worte zu fassen. Ich kann unsere nächste Sitzung kaum abwarten. Hochachtungsvoll, Gräfin Lemur. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Mhm. Für einige Hinweise ist eine chemische Analyse erforderlich. Was? Öffne C die Fallmappe und wähle den Hinweis aus, mit der in einem Fläschchensymbol gekennzeichnet ist. Drücke E zum Starten der Analyse. Ich habe eine Probe vom Ektoplasma genommen, in der Hoffnung, beweisen zu können, dass die Substanz diesseitigen Ursprungs ist. Spiritisten behaupten, Ektoplasma würde sich rasch in Luft auflösen, aber die Substanz scheint ziemlich feststofflich zu sein. Achso, Mr. Lala, hochrangsvoll, Einladung, Gedankenspiele. Brauchen wir denn hier was Neues jetzt? Achso, mit dem Einsperren. Aber wo ist Fallmappe und dann... Ah, hier, chemische Analyse, da unten steht's. Bitte was? Was muss ich denn jetzt machen? Hilfe. Substanz gemäß Zielformel rechts herstellen. Das ist die Zielformel. Eine Aktion hinausziehen. Also 1. Reagenzien hinausziehen. Reagenzien mit Aktion verknüpfen. Kombinieren Sie damit die Ergebnis-Zielformel entspricht. Wir brauchen 2 davon. Und jetzt? Verknüpfen. Muss ich das hier rein? Warte mal, ich muss mal gucken. Hilfe? Ach nee, das muss in der Mitte sein. Das muss hier sein. Und jetzt? Wie verbinde ich das? Achso, verknüpfen, halten. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Erfolg. Das wird ja noch spaßig. Das wird sehr lustig. So, die chemische Reaktion hat gezeigt, dass es sich um eine Mischung aus Kautschukmilch und Phosphor handelt. Es ist nicht ungefährlich, dieses Ektoplasma im Mund zu haben und ich bin ziemlich enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass etwas Einfallsreicheres hinter der Sache stecken würde. My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. Sonst irgendwas? Warte mal, hier ist noch ein Koffer. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. You always take me to the best of places, Sherry. Tja. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Beobachten? Beobachten wir uns ihn mal an. So. Bekam heftigen Schlag ab. Benutzt viel Schminke. Geübte Fingerfertigkeit. Hunger wirkt unterernährt.
Kratzspuren. Leicht blutende, frische Kratzer. Hagere Finger, hagere, wirkt unterernährt, gekratzte Handgelenke. Luca Galici ist von mehreren von magerer Statur und scheint unterernährt. Seine Nase blutet aufgrund eines heftigen Schlags. Mit Schminke versucht er, die Zeichen einer durch die Unterernährung verursachte Krankheit zu kaschieren. Seine Hände und dünnen Finger lassen vermuten, dass er nötige Anfertigkeit für Taschenspielertricks und den Umgang mit versteckten Utensilien besitzt. An seinem Handgelenk sind frische Kratzer und Schrammen zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen Kampf, der vor nicht so allzu langer Zeit stattgefunden haben muss. Ich glaube, er gibt sein Bestes als Medium, aber das Geschäft läuft offensichtlich nicht gut. Manchmal hat er nicht einmal genug Geld, um sich etwas zu essen leisten zu können. Medium mit wenig Erfolg, ehemaliger Verbrecher, nun Medium. Medium mit wenig Erfolg, würde ich eher sagen. Ich würde sagen, eher wenig Erfolg, ne? Steht hier noch was anderes? Nee, ne? Doch, hier steht was anderes, ne? Schminke. Ah, warte mal. Ist von magerer Statur und scheint unterernährt. Seine Nase blutet im kräftigen Schlag. Er hat eindeutige Hände und dünne Finger. Diebeskunst, Taschendiebstahl geübt ist. Mit Schmink kaschiert er womöglich Gefängnistätowierungen. An seinem Handgelenken sind frische Kratzer und Schrammen zu sehen. Diese stammen aus einem kurzen Kampf, der vor nicht allzu langer standhalten muss. Das kennen wir. Ich glaube, es ist weniger ein Medium als vielmehr ein Krimineller. Mit seiner Sionsmasche hat er Wege gefunden, wohlhabende Menschen, um ihr Geld zu bringen. Ja, könnte sein. Er könnte aber auch einfach unerfolgreich sein. Das ist jetzt echt schwierig. Muss ich mich jetzt darauf festlegen? Schwierig zu sagen. Gefängnistätowierung würde ich eher nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass er wenig Erfolg hat. Luca Lucina ist von Manga Chateau, lalala. Ja, genau. Medium. Okay. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man, but I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Beweise repräsentieren? Erzählen Sie mir von den Kratzern. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Ich komme wieder. I need to go. Ich würde noch mal mit Dings sprechen. Ach, hier komme ich gar nicht durch. Muss ich jetzt echt außen rumlaufen? Ich würde noch mal mit Lord Craven sprechen. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, dass die Kratzspuren frisch waren. Er gesagt, das waren Bedienstete. Kann ich mir sie auch noch mal angucken? Hatte sie irgendwie an den Fingernägeln irgendwas? Nein, ne? Weise repräsentieren. Ich habe eine Probe des Ektoplasma. Jetzt müssen wir genau überlegen, was wir machen. Wir haben viele Beweise gesammelt. Das mit dem Boxunterricht würde ich vielleicht mal auswählen. Stop wasting time. The murderer is getting away. Ach, ich muss mehrere Hinweise auswählen, oder was? I doubt I can help with this.
Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Warte mal. Achso, das ist jetzt auch direkt weg. Okay. I doubt I can help with this. Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Hä? I doubt I can help with this. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, were she not dead already. Okay, in einem Geheimfach Lady Cosmea, okay, Bargeld und unter anderem Familienring. Lord Craven reagierte sehr ungehalten, als er den versteckten Schmuck sah. Achso, ich kann die jetzt darüber ausfragen, über die Beweise. Er hat geglaubt, dass er auf Reise gestohlen worden war und musste jeden einzelnen Diebstahl mühsam der Polizei melden. Wütend gab er offen zu, dass er Mr. Emma dafür umbringen würde, wenn sie nicht schon tot wäre. Was haben wir sonst noch? Mr. Glitchy, ich hoffe, die Zeit... Leute zur Folge stellen dann kurz im Zimmer auf. Stop wasting time. Ja, the murderer is getting away. Schadensersatz. I doubt I can help with this. Okay. Die Aussage von ihm. Stop wasting time. The murderer is getting away. Mögliche Diebin. I doubt I can help with this. Do you recognize this ring? Ah, den Ring. Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Mhm. Mrs. Emma stahl von Lord Craven. Hier vielleicht Kampf. Die Kratzspuren an Luca Galicis Handgelenk stammt von Mrs. Emma, als sie um ihr Leben kämpfte. Aha. Okay. Kratzte. Okay, dann wissen wir ja eigentlich schon, dass der Dings es war. Lord Craven kennt den Ring nicht. Er ist sich sicher, dass sie ihn nie von der Hand von Mrs. Emma gesehen hat. Lord Craven reagierte ungehalten, als er den versteckten Schmuck sah. Er hatte geglaubt, dass er auf Reisen gestorben wurde. Das haben wir schon gelesen. Das haben wir auch. Okay, das heißt, ich würde mal eben den Dings nochmal befragen. Ich glaube, wir haben schon unseren Täter. Auch wenn ich erst ein bisschen... Ja, nicht so... So, warte mal. Der Ring... That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. Coincidence indeed. I suspect it is a common theme. Ach ja. Jewelry. Auf einmal. Mhm. Hoteldienste, Kreuzer, spekuliert darüber, dass sie möglich nicht Ehefrau, das könnte vielleicht. The spirits Nein, are okay. silent. Ja, ja, ja. And so am I. Gentlemen, Damen, Tisch gesehen haben, wobei sie das Medium vorher flüstern. Familienring? The spirits are okay. silent. And so am I. Ich hoffe, dass sie Zeit finden, so abzustatten. Einladung schreiben. Mögliche Diebin. This object simply isn't resonating with me. Habe ich nur eine gewisse Auswahlmöglichkeit hier vielleicht? Sorry, that's beyond my expertise. Ja, ja, ja. Lieber Mr. Galici, ich hoffe, dass Sie Zeit finden, eine weitere Seance abzuschalten. Die Gelegenheit hatte, mal in den Garten zu sprechen. Was ist denn hiermit? Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but
You'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talent, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Ring mit Gravur. Luca Galci sagte mir, dass die Motte ihn an glückliche Jahre erinnern und überdies ein gefragtes Motiv für Schmuck sei. Wir gucken mal die Gedankenspiele, ne? War für gewisse Zeit mit Mrs. Emma im Zimmer. Frische Katze am Handgelenk. Das primitive Schloss von der Tür im Zimmer zwischen... okay, gleich geknackt werden. Hotelpersonal. Trügerin. Lord Craven schlug das. Eigentlich bringt uns das jetzt so erstmal nicht weiter, ne? Schadensersatzforderungen. Das könnte ich jetzt mal hiermit probieren, aber ich glaube, ja doch, okay. Das Schloss der Tür zwischen den beiden Hotelzimmern ist primitiv. Mr. Galici hätte es leicht knacken können. Und hat es wahrscheinlich auch, schätze ich mal. So, jetzt haben wir noch, so, Lord Craven schlug das Medium. Luca Gacchini sagte, dass die Bediensteten... Das passt ja eigentlich nicht, ne? Lord Craven war für eine gewisse Zeit mit Mrs. Emma im Zimmer. Frische Kratzer am Handgelenk, hatte er gesagt. Das Hotelpersonal kratzte Mr. Galici. Die Kratzspuren an Mr. Galicis Handgelenk stammen von der ruppigen Bediensteten, die er auf sein Zimmer brachte. Mrs. Emma kratzte Mr. Galici. Die Kratzspuren an Luca Galicis Handgelenk stammen von Emmas, würde ich sagen, Überlebenskampf. Aber was kann ich jetzt hier machen? Hinweise? Achso, Schlussfolgerung. Der Lord sah Mrs. Emma mit dem Diamanten. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Mrs. Emma beim Verstecken des Diamanten. Der Mörder ließ den Diamanten zurück. Wer auch immer Mrs. Emma getötet hat, ließ den Diamanten neben ihrem leblosen Körper zurück. Aber warum? Die Frage ist, warum ließ er ihn zurück? Wenn der das Medium ja Geldprobleme hatte, wovon ich jetzt gerade mal ausgehe, hätte er eigentlich den Diamanten mitnehmen müssen. Und warum lässt er ihn liegen? Vielleicht, um den Craven eins auszuwischen? Um es so aussehen zu lassen, dass er der Böse ist? Dass er der Mörder ist, der Lord Craven? Oder andersrum? Warum sollte Lord Craven nicht die Frau umbringen? Weil sie eine Diebin ist und er es gesehen hat und er legt den Diamanten daneben und eine durchgewühlte Tasche, damit es so aussieht, als würde der das Medium durchwühlt haben und vor lauter Schrecken und ganz schnell ist der Diamant einfach daneben liegen geblieben, weil jemand reinkam. Oh, das ist schwierig. Aber das ist natürlich auch ein sehr krasser Hinweis hier, ne? Was haben wir denn hier noch? Hier können wir noch Leute zu befragen. Lord Cravens Erläuterung zur Folge stellt, kurz nachdem er es aufs Zimmer gekommen war, fest, dass Mr. Emma tot war. Er ist in große Sorge darüber, dass er behauptet, dass er einige Zeit an der Bar verbracht hat. Das können wir nochmal machen. Wir können den Barbesitzer nochmal fragen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee.
Der Pin bedeutet noch mal was? Ich muss mal eben schnell gucken, was der Pin bedeutet. Den Hinweis anheften, genau. Das mache ich mal eben. Genau hier. Lord Craven sagte, dass er einige Zeit an der Bar verbracht hat, bevor er aufs Zimmer zurückgekehrt sei. Das sollten wir vielleicht mal machen. Wir sollten auf jeden Fall mal... Was ist denn mit seiner Jacke los? Ist das so? Sieht komisch aus. Wir sollten die mal befragen an der Bar. Das sollten wir mal eben machen. Den Barkeeper, weil der könnte uns ja bestätigen, ob der wirklich da war. Sorry. Maybe a guest noticed him. Okay. Now you're in your element, Sherry. Aber fragen wir doch mal die Leutchen. Could you help me? That's a question I can answer. Ich fand einen Zeugen, der mir versichert, dass Lord Craven nur eine kurze Zeit an der Bar verbracht hatte, nachdem er das Seance-Zimmer verlassen hatte. Neue Gedankenspiele. Zeugen, los geht's. Okay. Also Lord Craven war auf jeden Fall kurz an der Bar, bevor er in sein Zimmer zurückkehrte. Das heißt, es passt ja mit seiner Aussage, dass er an der Bar war. Haben wir denn noch irgendwas? Das bedeutet, glaube ich, Ort durchsuchen, ne? Oder wie war das nochmal? Ah, ich muss mal gucken. Ort suchen, ja. Also nur Ort suchen. Das heißt nicht, wir müssen den Ort durchsuchen, sondern... Warum ist das rot? Ich fand einen Zeugen, der mir versichert, dass Lord Craven... Uhrzeit an der Bar. Ich sollte ihn vielleicht nochmal befragen. Gedankenspiele? Warum leuchtet das jetzt? Eine gewisse Zeit mit Mrs. Emma im Zimmer passt ja dann nicht. Als Lord Craven Diamantendiebstahl bemerkte, schlug er ins Gesicht. Warte mal. Das vielleicht das? Passt ja ganz gut. Lord Craven ist ein impulsiver Mensch, der bisweilen die Beherrschung verliert. Ja. Jetzt haben wir noch drei Hinweise. Hat er es vielleicht gesehen? Lord Craven hatte Zeit für den Mord. Lord Craven hatte genug Zeit, um Mrs. Emma zu ermorden, bevor ich am Atato eintraf. Genug Zeit für den Mord. Der Mörder hatte genug Zeit, Mrs. Emma zu ermorden, während Lord Craven unten in der Lobby trank. Würde ich sagen. Okay. Hinweise auswählen. Relevante Hinweise kombinieren. Neue Hinweise in der Fallmappe erhalten. Neue Schlussfolgerung. Okay, das haben wir ja soweit. Jetzt haben wir nur noch einen Hinweis, der uns aber eigentlich soweit nichts bringt. Ich würde... Gedankenspiele haben wir ja, aber was soll ich jetzt noch machen bei den Gedankenspielen? Mutterliebe, kein Hinweis. Kann ich irgendwas machen? Ach, ich muss hier auswählen, ne? Alles deutet tatsächlich darauf hin, dass es Mr. Galici war, ne? Die Kratzmauern Galicis Hals stammen von Mrs. Emma, als sie um Leben kämpfte. Lord Craven kehrte auf sein Zimmer zurück und sah Mrs. Emma beim Verstecken des Diamanten. Wer auch immer ließ den Diamanten liegen und im Körper liegen.
kann es immer noch ändern, ne? Aber... okay. Es leuchtet immer noch Gedankenspiele. Ich würde einmal mit dem quatschen. Beziehungsweise das machen wir in einer weiteren Folge. Sherlock Holmes. Und dann lösen wir den Fall um die ermordete Mrs. Emma. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Sherlock Holmes Chapter 1. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.